Hallöchen, liebe Schrauberfreunde, herzlich willkommen, Sebastian hier von Defa Models. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier für den X-Wing. Ihr seht das Monster hier schon vor mir stehen oder vor mir liegen. Ja, wir werden heute das Videoformat etwas umwandeln, denn wir werden heute zwar die Ausgaben 74 bis 77 bauen, aber es ist jetzt so von den Heften her, dass wir hier immer Bauteile und ein Kabel bekommen. So, nachdem das Telefon gerade geklingelt hat, jetzt können wir kurz weiter quatschen, und zwar wo ich stehen geblieben bin. Wir haben jetzt hier in diesen vier Heften ist immer in jeweils einem Beutel ein Kabel drin und verschiedene Bauteile. Wir bekommen jetzt hier zum Beispiel Bauteile für die Proton-Torpedos. Die werde ich als ein Video machen, das wird dann wahrscheinlich Teil 2. Dann haben wir die verschiedenen Kabel, die werden wir jetzt sofort als Teil 1 machen. Und dann gibt es nochmal, mach's gut, abgestürzt, zu guter Letzt noch hier die Außenhaut, quasi die Oberhaube für den ganzen Platin- bzw. Antriebsraum, wo dann später auch der R2-D2 reingesetzt wird. Das werden wir dann als Teil 3 machen, quasi als die letzten Bauteile verbauen für die Monatslieferung plus Funktionstest. Ja, also das werden wir dann als Teil 3 machen. Nur, dass ihr mal so ungefähr eine Vorstellung habt, wie jetzt das Ganze abläuft. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt, wie gesagt, mit Teil 1, mit den Kabeln, dass wir das ganze Monster jetzt mal hier, die ganzen Stecker alle an die richtigen Platinen setzen. Und die Verlängerungskabel ebenfalls anbringen, die ja jetzt hier mitgeliefert werden. Und als Vorbereitung dessen habe ich natürlich schon die einzelnen Kabel wieder hier von der Platine abgezogen. Zum Beispiel hier die 9 mit dem Sensor oder die 10 mit dem Taster. Dann ebenfalls auch für den Droidenmotor. Den habe ich ebenfalls schon die Stecker wieder abgemacht. Das erschließt sich mir jetzt nicht, warum man es eigentlich dran machen sollte, wenn man es jetzt doch wieder abmacht und dann zeitweilig verlängert. Aber egal, ne? Anderes Thema. So, also ich würde sagen, ihr lasst jetzt schnell noch fix auf Abonnieren, noch ein Abo hier auf dem Kanal da. Wenn es euch gefällt, lasst da gerne noch einen Daumen nach oben da und dann rankommen. Dann geht es erstmal jetzt in Teil 1 ans Strippenziehen. So, ich habe das Ganze, wie gesagt, schon vorbereitet. Der Droidenmotor ist ausgebaut und ebenfalls die Kabel 9 und 10. So, und dann haben wir jetzt hier in den Ausgaben 75, 76 und 77 haben wir jetzt hier jeweils ein Verlängerungskabel 9 und 10 und den Steckdosenschalter, also quasi den, ich weiß nicht, wie viel Volt der reinlässt, aber auf jeden Fall kann man dann hier mit dem Stecker dann das Modell mit Strom versorgen. Das Kabel ist dann in der 77 drin und jetzt tun wir gerade erstmal hier die Kabel aufdröseln. Dass das alles ein bisschen, ihr wisst, ich bin da mit Kabeln sehr penibel. Die müssen bei mir alle gerade sein und nie so verknotet und verwurschtelt. So, das ist jetzt einmal die 9. Dann haben wir hier die 10. Boah, ich habe... Bei solchen Modellen ist immer meine größte Befürchtung, dass wenn man am Ende alles zusammengebaut hat, dass es dann nicht geht. So, also, okay. Und zwar gehen wir jetzt ins Heft 76. Da kriegen wir jetzt die, den ersten Teil für die Kabel genannt, wie wir jetzt hier vorgehen sollen. So, wir sollen also jetzt das Kabel 9, quasi das Verlängerungskabel 9, jetzt einmal hier in die Buchse 9 auf der Platine stecken. Das mache ich gerade mal eben. So, haben wir gemacht. Dann soll das Ende jetzt hier, bei dem Teil, ist hier an der Seite so ein großer Spalt. Beziehungsweise sind sogar zwei Spalten hier. Aber ich glaube nur, dass bei dem die Kabel rauskommen. Seht ihr das hier? Na, da. Da soll das Kabel jetzt von innen durch. So weit wie es geht.
So, das Kabel brauchen wir jetzt nicht. Jetzt überlege gerade, das Kabel 20. Brauchen wir hier auch noch nicht, okay. So, dann brauchst du das nämlich schon für Heft 76 fürs Erste. Ach so, genau, was ich noch vergessen habe zu sagen, es lag jetzt hier in der Ausgabe 74 lag jetzt hier dieser Zettel drin. Ihr erinnert euch wahrscheinlich im letzten oder in einem der letzten beiden Videos, habe ich doch zwischendurch kurz ins UK, also ins englische Forum geguckt, um mir quasi dieses Bild zu holen, weil doch in der Bauanleitung diese zwei Steckplätze hier falsch beschrieben waren. Allerdings ist natürlich jetzt so, dass ja die Nummerierung, die auf der Platine drauf ist, ist ja trotzdem immer noch dieselbe, die auch mit den Nummern, die hier auf den Kabeln draufstehen. Exakt die gleiche, ne? Es war lediglich hier falsch beschrieben. So, das nur nebenbei. Also ich hoffe zumindest, dass es so ist. Weil im Endeffekt das Problem ist, dass die Kabel teilweise bei einem Flügel ja gar keine Nummern dran hatten, wie ihr ja im letzten Video gesehen habt, wo wir das Ganze zusammengesteckt haben. Und das erschwierigt die ganze Geschichte dann nämlich. So, also machen wir weiter. Wir brauchen als nächstes Kabel Nummer 10. Also das Verlängerungskabel 10. Das sollen wir jetzt von außen hier wieder einfügen. Und das Ende jetzt hier wieder auf die Platine stecken. So. Okay, 10 haben wir drauf. Dann machen wir als nächstes, führen wir die Steckdose. Das ist dieses Teil hier. Durch die Öffnung an der rechten Rumpfunterseite. Das ist jetzt welche? Jetzt muss ich es nämlich gerade mal rumdrehen, damit ich sehe, welches hier bei denen auf dem Bild rechts ist. Okay, das ist also quasi das größere von den beiden Löchern. Ich versuche es gerade mal zu zeigen. Da seht ihr das, diese hier unten die. Und hier, das ist das, wo die Steckdose rein muss und durch das Loch kommt der Ein- und Ausschalter. So, das fügen wir also jetzt hier an. Und dann soll das Ende... Soll man das hier vorher irgendwo anstecken? Steht jetzt hier nichts da. Aber es ist angesteckt und zwar auf der Dose 20. So, dann stecken wir das da unten durch. Gleichermaßen muss der Ein- und Ausschalter jetzt natürlich durch das andere, durch diesen kleineren Spalt. So. Dann brauchen wir jetzt als nächstes den Druidenmotor und 3 XW8 Schrauben. So, folgendes, wir werden jetzt
Achte darauf, dass sämtliche Kabel sauber durch jeden Bereich verlaufen, wo sie langlaufen sollen. Dann steck den Motor auf die Befestigungsgruppe. Und zwar natürlich jetzt nicht so leicht, weil die ganzen Kabel hier sind. Aber das kriegen wir hin. So, da drauf. Dann sollen wir das jetzt hier festschrauben mit den XB8. So. So, dann stecken wir jetzt die Kabel 15, 16 und 17 wieder in die Platine ein. So, ich mache das hier mit Hilfe von der Pinzette, das erleichtert die Arbeit ungemein. So, 16, dann die 17 noch. Okay, haben wir drinne. Dann brauchen wir nun die Cockpit-Gruppe mit dem Kabel Nummer 11. Das ist dieses hier. So, nochmal gucken, wie man das Ganze hier handeln. Dass man das hier noch alles sauber auf den Tisch bekommt. Und am besten so. So, Kabel Nummer 11. Das sollen wir jetzt ebenfalls wieder hier durch diese... Nehmen wir die Haube hier runter, den Deckel. So, das sollen wir jetzt hier durchstecken. Und dann in die Buchse 11 einstecken. Haben wir gemacht. So, schiebe die Kabel vorsichtig beiseite, damit du die Strebe wieder einsetzen kannst. Mach mal. So, einmal hier rein. Und da rein. Dann ist das auch erledigt. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, können wir noch irgendwo Kabel verbinden? Okay, also wir könnten jetzt noch die Kabel 9 zusammenstecken. Allerdings muss ich das dann aber hier erst noch wieder einsetzen. Da, wo es hingehört. Und da muss ich dann erst noch mal gucken.
gucken, wo genau das war. Aber im Grunde genommen wären wir fast durch. Ah, hier vorne war das. So, die 9. Muss hier vorne irgendwo hin. Ja, wie gesagt, also das gucke ich dann. Das muss dann hier im vorderen Segment hier vorne irgendwo kam das hin, das Kabel. Das muss ich dann nochmal genau gucken. Aber im Grunde genommen wären wir jetzt für Teil 1 fertig. Ja, Lieben, das war's dann jetzt für Teil 1 hier von der Ausgabe 74 bis 77 hier vom X-Wing von D'Agostini. Und ja, wir haben jetzt hier, wie gesagt, den Droidenmotor festgemacht. Wir haben ein paar einzelne Leitungen noch verlegt. Und ich habe gerade eben noch im Anschluss jetzt die Kabel 10 und 9 wieder an ihre Originalposition zurückgebracht. Also das ist einmal hier dieser Taster, der Schalter und der Sensor, der hier ganz vorne dann reinkommt. Ne? Und dann habe ich natürlich jetzt hier das ganze Konstruktion etwas untergestellt, weil die Kabel sonst unter Spannung wären. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich zum Teil 2 hier von der Vierfachfolge hier vom D'Agostini X-Wing. Ja, bis dahin, macht's gut, ciao, also Sebastian von Deffer Models, Ade.